Hallo und herzlich willkommen bei Kalle. Und wir sind immer noch auf dem obersten Salzberg, wo Rösting hieß. Und sollen den Kollegen da hinten im Nieden. Verstehe ich ja gar nicht, aber da hatte ich jemand gesehen. Alter, weiter hier. Au, au, au. Also im Auto, mein Freund. Wir machen das gleich, hat er gesagt. Ja, ich wollte ja leise. Ich wäre rüber auf die andere Seite geschlichen. Wenn ich hier die ersten Fahrzeuge markieren kann. Okay. Ja, okay. Schauen wir uns das mal. Wir sind in der Gegend. Die liegen mal zu Leute rum. Machen die Pause oder was? Nothing else to find. Kommt ein LKW. Ich bin da eine Leiche auf dem Straßenweg. Das ist immer bei Beräubet. Sind zwei am Tor. Also ich kann den rechten von beiden kann ich könnte ich erledigen. Da stehen vier am Tor. Okay. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie so ein bisschen rundherum schleichen kann. Ja, ich bin auch schon dabei. Okay, die kommen irgendwie alle raus. Also, ich habe gerade eine Flasche geworfen. Lock 2 weg. Nee, hier bei mir meine ich. Sind gerade alle. Oh, was habe ich gehört? Aber wie sau? Was schießt so ein Schalter morgen? Nein, das war nicht ich. Gesehen hat mich aber keiner. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, aber das war. Nee, hier war komplett rot gerade alles. Der mich gesucht. Weil ich den in seinem blöden LKW erledigt habe. Naja, lass ihn mal suchen da drüben. Ja, wir kommen alle zu mir. Ich muss ja eh nach einer anderen nochmal ausschalten. Irgendwas clear. Ich hatte noch die 2 hier am. Die 3 hier am Außenposten ausschalten. Ich will einer mit dem Moped. Mobbelt. Wahrscheinlich ein Diabist aus. Leise.
Ja, die stehen aber alle drei zusammen auf einem Haufen. Ja, ich kann jetzt schon mal hier über die Mauer reinklettern. Ich könnte noch mal eine Flasche holen. Und die sind außerhalb von allem möglichen Zeug, also ich kenn's ja. Alle drei bloß. Oh, da kommt ein Moped vor. Einer weniger. Denkst du nicht, dass der Kopfschmerzen gibt? Weiß, dass der Kopfschmerzen liegen wird. Es geht auf die Hüfte. Könntest du mal kurz aufhören, während ich hier mitten in der. Ja, da musst du was sagen. Feindlichen Base sitze? Ich habe bloß den Gang hier draußen frei gemacht. Wir kommen jetzt nach oben geschlichen. Sind schon wieder ein Haufen Gelblinge unterwegs. Das sind die, die den kaputten Mopeds und so. Hier draußen ist einer, der Kundschaft sitzt. Der guckt jedes Mal in meine Richtung. Ich würde ihn gerne ausschalten, weil dahinter, also da sind so viele weiße Flecke übereinander, das ist schon wirklich eisweiß. Ich könnte es ja mal mit. Auch mal mit der Flasche umrühren. Du sollst dich jetzt nicht saufen? Ne, mit einer Glas. Einer Glaswerfeflasche. Typ rausläuft und kundschaftet. Aha. Werde ich nie. Ausschalten. Oh, da hat ein Grübchen fortgeflogen. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich hab mal meine. Mein Unfall habe ich mal versteckt. Ja, das ist gut, ja. Der, also der ist umgefallen beim Runterklettern. Ach, ein Unfall. Der ist schief. Ja, umgeknickt ist er und runtergepurzelt. Da ist den Kopf eingeschlagen. Mhm. Und deswegen habe ich ihn versteckt. Weil muss ja keiner sehen, das ist ja auch ziemlich peinlich. Ey. Ja, das verstehe ich. Oh, schön hat er es hier gemacht, der Adi. Sieht schön aus. Ja, ist schön, ne? Kannst du schmeckern. Sieht schön gut aus.
Moment mal. Wer? Okay. Time to go. Verlieren die Kontrolle. Okay. Ah, ist ein bisschen schwierig gerade, ein bisschen eingefahren, ne? Ja. Ja, wir lassen sich wieder ein bisschen beruhigen. Da drüben ist alles gut. Ich tue eh noch mal anderen. Der steht auf dem Balkon. Ali, guck mal dir an. Be harder to spot me in that grass. Okay. Haben Sie erstmal wieder beruhigt ein bisschen? Das ist ein bisschen aufgeregter, da scheinbar die Leiche auf dem Hof liegen sehen. Leichen? Quatsch. Der schläft doch bloß. Ich komm mal jetzt, ja. Komm mal zu mir. Ja, dann mach sie erstmal vom Acker. Ja, ihn muss ich dabei noch umschießen. Überall alles Geld, wo soll man sich denn hier verstecken? Da kommt ja nirgendwo rein. Ich hör dich rumballern wie Wilder. Quatsch. Kommt dir nur so vor. Einblick gibt sich noch Alarm. Nö, ja, gibt es sich nicht. Damn, that's the alarm. Na Mensch, du. War ein bisschen zu viel rumgeballert, hä? Damn, reinforcements. I'm in danger of getting outgunned here. Bisschen übertrieben hast, würde ich sagen, ne? Ach Quatsch. Stich. Wiederbeleben kann ich nicht drin, ich bin auf einer ganz anderen Hofseite. Ist mir aufgefallen. Ja, so schön funktioniert die ganze Zeit.
Wenn ich blöde Alarm nur endlich aus kaputt schießen, das ist ja auch für die ganze Zeit so rumzuten. Hier drüben wird's kaputt. Was? Das ist doch hart, das ist doch schön, oder ja? Hat keiner was gesehen. Lasst euch von mir nicht stören. So the Berghoff has a rat problem. Maybe I can use that. Rattengift kommen und töten. Warum das ein interessanter, sehbarer Ort ist, ja. Bibliothek. Hat ein Augenzeichen dran, aber die gibt's nicht. Oh, hier ist der Stellen. Da bloß das Gift hin. Rattenbombe fehlt. Ah. Ich hab eine Rattenbombe einschenken. Hast du eine Rattenbombe einschenken? Ich hab eine Rattenbombe einschenken. Wieder nicht gut. Ja, dann hier. Eins runter, eins war schon runter. In der Hauptsaal. Weißt du nicht, wie ich da runterkomme? Ich hab da keinen Treppenhaus gefunden. Hinten lauf, da ist die Treppe. Übers Haus hoch runtergeklärt. Ach, hier ist es. Oh, der will ich ganz eine Rattenfalle hinlegen. Sagen wir, müssen wir Hitlerchen auch hier runtergehen. Ja, müssen sie erst, dafür müssen sich eigentlich erstmal wieder alle beruhigen. Huch! Na klar. Was war denn du? Ich hab natürlich den getötet, weil Hitler gerade beobachtet hat. Ich habe mal eine Sprengfallgranate in Hitlers Käsekuchen gepackt. Okay. Ich habe Gift gefunden.
Ja, da steht in dem großen Raum, wo die Rattenfalle hingestellt hat, steht noch Zwieback oder sowas rum. Da kannst du auch Gift rein tun. Reich. In welcher Raum war das jetzt? Hier drüben. Oh, das dürfte bloß noch der Herr fehlen, aber. Wo soll ich hier irgendwie Kies gucken, Alter? Ja, hier drüben. Ach, dort! Okay. Ah, okay. Stollen. Und irgendwo müsste noch Klavier stehen, hat er mir gerade gesagt. Hier steht ein Klavier. Ja, ich glaube, verziehen wir uns erstmal wieder nach draußen. Ja, ein schönes Höfchen war. Muss ich ganz schön sagen. Ja, komm, wir spielen mal hier über den Platz. Irgendwann müssen wir noch da abmachen. Was ist ein Ordner? Der Adler. Der Adler! Oh, oh, schön, Adler. Sind nur mittlerweile die großen Herrschaften mit ihren Gasmasken angekommen. So, 322 Meter. So, nochmal ein schöner Schuss. Die sind aber sehr gasmaskulin. Ja. Bewegt er sich da unser Führer? Ja. Nö. Hast du jetzt gesagt, unser Führer? Naja, also ist ja ein Zwei-Mann-Auftrag. Also. Naja, ich geh mal gucken. Wenn ich erledige, so. Das ist was. Bleib stehen, stehen. Geil. Nicht schlecht. Hitlers Weitschuss. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ah, doch sei noch. Hat sei noch Bilder. Gibt's hier noch einen Keller? Halt nicht. Nicht schlecht. Waffenkammer? Hey, gibt's eine Waffenkammer? Was? Aber ein Schild habe ich gefunden, also werde ich mal ein eventuell ein kleines Sprengstäbchen platzieren. Gerne gehört. Na klar, werden auch. Sag auch keine Männer. Stimmt auch wieder.
Ja, ich bin gefangen. Hoxley, ich halte einfach mal zu. Ja, ich hab mal Hitler angeguckt. Er kommt jagen. Okay. Jetzt bewegt er sich auch. Okay. Der hängt ja so zwischen den Türen fest. Er hat sich keinen Meter mehr bewegt. Okay. Aber wenn er sich jetzt wieder beruhigt. Oder vielleicht wieder ein Hunger. Mit einem Schild, da wollte er einen Hügel. Ja. So, sehr demotiviert aus. Ich hast ihn jetzt wieder motiviert? So. Der scheint sich ja wohl nicht bewegen zu wollen, da oben. Hat aber gerade gesagt, keiner da, der mich beschützt, da muss ich das mal selber machen. Ah ja, kommen wir den um. Gut ist. Das ist ein bisschen kaputt. In Hitlers Gemächern steht ein persönlicher Rekord. Persönliche Kegelbahn im Keller. Target's down. Now they get the hell out of here, before they put the whole place in lockdown. Ist ein Flüchtling? Na, dann. Na gut, dann flüchten wir mal. Ah, Küche! Ah, geh, lass was essen. Au, oh, Fressenvorrat! Juhu! Im Kellerraum? Okay. Geht's nicht raus. Hier geht's raus. Nein, Vorratsraum. Einfach das Fenster springen. Ja. Na klar, als wieder fressen, kann man fest gefressen. Wie aber. Schalalala. Was eine Motivation oder was? Das ist jetzt verlassen. Hast du das Gebiet verlassen, ist jetzt zugetwickert? Naja, jetzt Puma töten. Wie? Puma, ist so gemütlich im Wald läuft. Nein, ich werde es mit einem Bär machen. Fairbank has successfully escaped from hostile forces. Panicked reports intercepted from Nazi High Command confirm his reports from the field. Wiederhole! Der Führer wurde von einem Attentäter angegriffen! Es werden dringend Notärzte am Berghof gebraucht! We'll find out in the coming weeks just how successful this mission was, and whether or not Hitler has been taken out of the war. Or if one of his doubles pulled the wool over our eyes again. Aber ein Messer genommen, ist reingesteckt und alles rausgezogen, was drin war. Echt, sie hat das überlebt? Das könnte ja auch ein Doppelgänger gewesen sein. Naja, ja, ein Doppelgänger. Ob das tatsächlich so war, werdet ihr eventuell in der nächsten Folge erfahren oder nicht, wie wir sehen. Ich war auf lautlos tödlich. Lautlos tödlich? Ah, ich nicht. Also ich war auf tödlich, lautlos. Ich war eher so auf Stromangriff. tödlicher Stromangriff. Lautloser Stromangriff. Ja. oder so. In diesem Sinne, wir werden für heute verabschieden. Wir sind bei 3 Minuten, alles gut. So, wir haben die große Bedrohung ausgeschaltet. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich glaube, eine haben wir noch, oder zwei? Zwei, glaube ich noch. Genau. So, in diesem Sinne,
Jo, nicht vergessen. Ja, am Liken, am Glöckchen spielen, Kommentar schreiben. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann keine Ahnung.